Kante. Die Arme nochmal hoch, Junge. Es geht weiter. Mami. Oh. Hier lang. Ja. Oh, nee. Oh, nee. Mami. Den Bruder haben wir auch noch nicht gekillt. Wir haben den Bruder ja noch nicht mal gekillt. Das kann doch nicht vorbei sein. Mami. Hier lang. Sind wir? Wir sind jetzt Mia. Okay. Ja, wir haben fangen besser an zu laufen. Errungenschaft freigeschaltet. Ethan? Ethan, hallo? So, wir haben uns einer Geschlechtsumwandlung unterzogen. Wir sind jetzt Mia. Wir können hier nicht raus. Wir können nur geradeaus laufen. Wir haben außer einer seltsamen Flasche nichts im Inventar. Eine seltsame Flasche, die sie in ihrer Tasche fanden, als sie im Baker-Anwesen aufwachten, scheint wichtig zu sein. Wir sollen das Gebiet untersuchen. Dann werden wir das doch mal tun. Schön. Schön. Uha. Was ist das denn für eine Suppe hier? Bleh. Wer es verlernt hat, kann sich hier nochmal ducken. Bleh. Wer ist er denn, Alter? Hallo? Ethan? Ethan! Ah! Ethan! Ethan! Entschuldigung. Okay. Ja, wir untersuchen mal so ein bisschen, ne? Das ist gut. Untersuchen immer gut. Bisschen verrostet. Macht aber nichts. Oh nee, ich will hier nicht rein. Nein, die Tür ist zugegangen, ich will wieder zurück. Oh nee, immer wenn es runtergeht, ist nicht gut. Hallo? Hallo? Oh. Hallo? Ich bin auf der Suche nach Ethan. Ist der hier irgendwo? Ethan? Okay. Wir sehen bestimmte Szenen. Was war das? Keine Ahnung. Mia, ich bin so schlau wie du. Hier kann ich nirgends rein, ne? Bäh. Was ein Schmodder, ey. Wir haben wirklich gar nichts außer diese Flasche. Es ist dünn. Es ist sehr dünn. Sag ich dir, wie es ist. Boah, diese Plörre hier auch, ne? Es geht nach oben. Ethan? Ethan! Hallo? Der Schleim fängt die Leute ein. Oh, ich hab schon wieder Gänsehaut, ehrlich. Jetzt interessiert mich aber, was passiert wäre, wenn du Zoe geheilt hättest. Geht mir auch so. Geht mir auch so. Entweder wir googeln das am Ende, oder wir spielen den Part nochmal mit Zoe durch. Das ist eine gute Frage. Wären wir dann Zoe geworden? Man weiß es nicht. Hallo?
Ja. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Versuchslabor hier irgendwie. Sind alle tot? Das ist der Maschinenraum. Wovon zum Teufel redest du? Sie hat sie alle umgebracht. Oh, Mist. Oh, oh. Was zur Hölle passiert hier? Wir brauchen Waffen. Gibt's hier irgendwelche Waffen auf dem Schiff? Ich weiß nicht. Komm, wir gehen hier lang. Vielleicht kommen wir hier raus. Ah, okay. Hinweis. Vielleicht gehörte das der Crew. Aha. Hier geht nichts. Wie wär's denn mal langsam mit einer Wumme? Ja, toll. Flipchart-Marker. Super. Da kann ich die Gegner mit anmalen. Klasse. Okay, hier ist gar nichts. Hier ist gar nichts. Wir müssen hier runter. Oh, nee. Boah. Boah. Hier mufft's. Hier nicht mal irgendwo irgendwas? Nee, ne? Oh, oh. Eine antike Münze. Ja, irgendwie auch blöd, ne? Wir haben die Magnum jetzt gar nicht mehr freigeschaltet. Was ist denn jetzt damit? Das ist ja richtig kacke. Die hätte ich eigentlich gerne noch gehabt. Es geht immer weiter runter. Es geht immer... Speicherpunkt. Wo bin ich denn jetzt? Speicherpunkt, es geht immer weiter runter. Ich glaube nicht, dass ich hier den Strom irgendwie anzapfen kann. Da glaube ich irgendwie nicht dran. Eine alte Anlage. Einige Bücher. Crewliste. Captain Ed Carlyle. Chefingenieur Paul Fitzgerald. Erster Offizier Giovanni Finetti. Zweiter Offizier Clark C. Walsh. Mechaniker Dwayne Chalmers. Kommunikationstechniker Jim Stockman. Arzt Gerald Waddle. Aha. Gut. Die Crew haben wir schon mal. Hier. Um Gottes Willen. Er liegt da einfach drin. Er muss sich vor etwas versteckt haben. Ja, das hat gut geklappt. Er passt da ja nicht mal rein. Sie ist nicht mein Kind. Ach du Scheiße. Ja. Schön. Boah. Boah, meine Kinder, da kriege ich schon immer so eine Gänsehaut, ne? Sei mal ehrlich, ihr auch? Sie ist in mir, sie ist in jedem. Hier hat einer reingereiert. Bleh. Entschuldigung. Oh. Er hat's hinter sich. Oh, lass da nicht wieder einer drin sein. Aber klar. Ach klar, dass da keiner drin ist. Wäre auch sonst so offensichtlich. Okay. Irgendwie haben wir ein Problem. Ich weiß noch nicht welches, aber es gibt eins. Oha. Ein Sofa. Ihr hört das auch, ne? Jetzt fangen schon wieder hier so cringige Bilder an den Wänden. Einige Notizen. Ja. LNG-Tanker Annabelle, gebaut 1987, Tragfähigkeit 71.000 DWT. Was heißt eigentlich DWT? Weiß das einer? Länge 289 Meter. Ja, da können wir uns ja erstmal austoben, ne? Hi. Sind wir das? Erinnerst du dich? Nee. Was bist du? Oh nee. Warum immer Kinder? Oh nee.
Sie ist cringe. Unterschreibe ich. Ey, keine Waffen, gar nichts. Oh, nee. Ganz schön anstrengend. Boah, wir stehen hier mitten in der Pampe, ne? Ist hier irgendwo noch was? Ne, ich glaube nicht. Du hast gesagt, wir können eine Familie sein. Wovon redest du da? Du hast gesagt! Warte! Bitte. Speicherpunkt. Okay, irgendwas passiert hier oben, es ist nur eine Ebene. Schiffswrack 1F. Gib mir eine Wumme, Junge. Chemikalie. Ja. So langsam kommen die Gegenstände. Gib mir eine Wumme. Aha. Maschinengewehrmunition. Oha. Kriegen wir gleich ein Maschinengewehr? Das hört sich gut an. Ich guck mal weiter durch. Feuerlöscher. Ja, keine Wumme, Digga. Wir haben keine Wumme. Mach das Ding zu. Scheiße, die Viecher kommen überall her. Ich hab nichts. Alter, hier sind überall Viecher. Was mache ich jetzt? Oh, nee. Hier komme ich nicht rein. Ich brauche hier irgendwas, um in den Raum zu kommen. Ja, nice. Die Audio ist manchmal so eine halbe Sekunde komplett weg. Meine jetzt? Echt? Ist das bei allen so? Okay, da ist safe einer drin. Was ist hier? Dicker, wir brauchen dringendst ein Gewehr, sonst haben wir echt ein Problem hier. Ja, toll. Mach mal lieber zu erstmal. Wie kriege ich das jetzt hier kaputt? Ach, verdammt, Axt. Ja, toll. Ich kann doch nicht mal hier... Habe ich irgendwas verpasst? Wo ist das Gewehr? Ja, toll, Kraut. Scheiße. Aber hier ist auf jeden Fall noch was drin. Bei mir nicht. Okay. Tommy, hast du ein Problem irgendwie mit dem Audio? Vielleicht? Haben andere noch ein Problem mit meinem Audio? Dann müsste ich es mal checken. Wir können hier nicht rein. Wir können aber auch nicht hier rum. Letzte Chance, die Tür. Ja, scheiße ist! Mach den Laden auf. Ja, toll. Was machen wir denn jetzt? Dein Audio ist gut. Okay. Nur deine Stimme, sonst alles gut. Ich mach das Mikro mal ein bisschen so in die Richtung hier. Okay. Was machen wir jetzt? Also, hier ist einer, da ist einer und hier ist einer drin. Hier liegt Muni, da komme ich aber nicht dran. Hier ist eine Tür.
Beine in die Hand und laufen? Ich glaube auch. Ich brauche hier verschiedene Schlüssel. Und es gibt noch sehr viele Ebenen, wie du hier siehst. Dann nehmen wir mal die Beine in die Hand. Hallo? Ja, klappt gut. Klappt gut. Hat gut geklappt. Wenn er zu laut wird, blockiert das Voice-Audio das auf Twitch. Ah, okay. Das kann sein. Vierbeiniger Moldet. Diese Variante hat zwar nur eine geringe Gesundheit, aber läuft auf allen Vieren, ist schnell und wendig. Wenn die Kreatur innehält, sollten sie nicht lange zögern, schnell abdrücken. Ich glaube, wir probieren es hier nochmal. Wo ist das scheiß Maschinengewehr, verdammte Axt? Ach, er ist ja einer, der läuft. Ja, dann gucken wir mal hier. Maschinengewehr, Maschinengewehr, Maschinengewehr. Ja, hallo. Guten Tag. Hier war nix. Maschinengewehr, Maschinengewehr, Maschinengewehr. Nein, jetzt gar nichts. Toll. Wo ist er? Hallo. Ja. Wenn wir Pech haben, ist hier gar nichts. Guten Tag. Ja. Warte mal, hier ist ein Raum. Mehrzwecksicherung. 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 Sicherung. Die Sicherung hier rein, Junge. Wir haben ein kleines Problem. Wir haben hier so ein kleines Problemchen. Mach die Tür auf. Tommy Sky, einfach mal den Sound ausmachen, ist eh besser. Wie? Das sind die Etagen. 2F, 3F, 4F, S2. Das sind zumindest die, die wir aktuell sehen. Wir können jetzt eine Etage höher gehen. Wir haben noch nicht viel. Wir haben noch nicht viel. Also wenn hier noch mehr von den Viechern rumlaufen, kriegen wir gleich echt ein Problem. So, hier sind wir auf der zweiten Etage. Ah, okay. Das ist quasi das Treppenhaus hier. Nach Ethan suchen. Von der anderen Seite verschlossen. Hier sollen wir nicht hin. 3F. Wir folgen hier erstmal. So eine Brechstange oder so wird ja wenigstens schon mal helfen. Liegt an meinem Handy. Ah, okay. 3F, komm hier rein. Aha. Was war auf 3F nochmal alles? Sickbay Security Control Room. Okay. Hört sich erstmal gut an. Die haben ja auch vom Control Room gerade gesprochen, ne? Irgendwo hier muss eine Wumme liegen. Oh ne, ein Fernseher. Oh ne. Oh ne. Hallo? Hallo? Sieh es dir an. Was? Warum? Du musst dich erinnern. Dann können wir eine Familie sein. Sie folgt meinem Blick. Ich hätte eigentlich gerne erstmal eine Wumme. Okay. Wir gucken uns die Kassette an. Ab geht's. Ich starte mein Handy neu, alles klar. Errungenschaft freigeschaltet. Rückspulen nicht vergessen. Okay. Alan, dein Zustand wird schlimmer. Sie muss mich beim Angriff infiziert haben. Und es ist schon zu weit fortgeschritten. Der muss weg. Aber das geschieht mir recht. Sie ist wegen mir entkommen. Ja, es ist deine Schuld. Das heißt nicht, dass ich dich sterben lasse.
Dich hat sie nicht angegriffen? Das ist Teil ihres Prägungsprotokolls. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier. Nimm das. Ihre Gewebeproben. Ah. Finde sie. Brick's in Ordnung. Okay, Evie. Wo bist Wieder du? Da. Tommy, welcome back. Okay. Tommy, falls du es gerade nicht gesehen hast, wir haben ein Video gefunden. Wir sind in einer Art Safe Room hier. Im Video zumindest. Oh, und wir haben auch eine Wumme, Diggi. Auf einmal haben wir eine Wumme. G19 Maschinengewehr. Wir haben auch ein Messer. Und die Gewebeproben. Die Flasche ist die Gewebeprobe, ja? Okay. Abteilung für Spezialeinsätze, Leiter Alan Droney und Fürsorgerin Mia Winters. Aktuelle Berichte legen ein hohes Risiko nahe, dass Evelyn, sollte sie an ihrem gegenwärtigen Ort verbleiben, von unseren Gegnern gestohlen wird. Ihre Befehle lauten deshalb, Evelyn zur sicheren Verwahrung bis auf Weiteres zu unserer mittelamerikanischen Zweigstelle zu transferieren. Während des Transports sind folgende Anweisungen zu befolgen. Verhalten Sie sich stets wie die Eltern von Evelyn, um Verdächtigungen zu vermeiden. Kontrollieren Sie Evelyns Zustand mit dem bereitgestellten Genome-Kodex. Sollte die Mission irreversibel scheitern, ist Evelyn zu beseitigen. Oha. Maschinengewehrmunition. Nice. Moin, Amazone, grüß dich. Also Video, genau. Wir sind gerade in einem Video. Amazone, wie ist die Lage? Ist alles gut? Okay, wir müssen hier raus. Wir müssen die Tochter finden. Was ist jetzt eigentlich mit dem Bruder? Ich habe es gerade nicht verstanden. Wir sind ja jetzt quasi auf diesem Schiff. Was ist jetzt mit dem Bruder passiert? Den sehen wir bestimmt auch nochmal wieder, ne? Es erinnert mich ein bisschen an Layers of Fear gerade wieder. Ja, ihr wisst, was ich meine. Die Audio spackt immer noch. Das ist doch scheiße. Hast du nichts anderes, worauf du gucken kannst? TV, Tablet, PC? Wir sind auf 2F. Verschlossen. War was mit den Bildern? Okay. Hier sind wir hergekommen. Okay. Zeit. Oha. Oh, das ist aber gut gemacht. Ich sollte mich erst auf diesem Deck umschauen. Okay. 9 Meter, 7 Meter, 8 Meter, 9 Meter. Ah, okay. 12 Meter. Hier geht's runter. Wir gehen erst andersrum. Erstmal alle Räume durchkämmen. Soweit passt alles. Und bei dir? Yes. Alles gut. Wir haben aktuell den Horror-Oktober. Wir haben am 31. 12 Stunden Mega-Stream. Wir hauen ohne Ende Giveaways raus. Ich habe richtig Bock. Und wir sind gerade... Ja, wir machen viele Horror-Games im Moment. Also es macht Spaß, muss ich echt sagen. Was ist hier? Aha. Yes. Maschinengewehrmunition. Yes. Hier kann ich nur wieder raus, ne? Oh, ne. Ah, ne, okay. Genau. Aha. Du hast hier so Parts, wo du hinaufklettern oder irgendwo durch kannst. Und dass man so viel Muni findet, zeigt irgendwie, dass es einen Kampf geben wird. Wir gucken uns erstmal alles an. Also wir haben jetzt schon fleißig Muni. Wir haben schon fast 200 Schuss fürs Maschinengewehr. Was ist hier? Aha. Okay. Was ist das? Übergibt sich. Verdammt, muss ihn zurücksetzen. Wie geht's voran? Sie übergibt sich. Viel mehr, als ihr Körpergewicht zulässt. Auch großartig. Wir werden viel mehr von ihren hässlichen Freunden begegnen, wenn das so weitergeht. Okay. Glaube ich auch. Wir müssen sie finden, und zwar schnell. Das nimmt langsam Überhand. Dem stimme ich zu. Oh oh. Ja, falls wir diesen Ofen brauchen, würde ich sie da einfach reinlegen und grillen.